Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer kleinen Repaint-Vorstellung hier für die Baureihe 110. Ich habe ein Repaint gefunden im Creators Club, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das wollte ich auch mal mit euch einmal teilen. Nämlich dieses wunderschöne Repaint, die 110 457-9. Hier von der AEG perfekt in Form Funktion. Die neue Kollektion entwickelt mit Leidenschaft. Ja, was auch immer das genau heißen soll. Das wird wohl der Designer dieses Designs wissen. Das sieht so ein bisschen komisch aus mit der Schriftart hier. Das sieht so ein bisschen so aus, als hätte der Designer, der Repaint-Ersteller nicht so ganz gewusst, wie man die Größen der Buchstaben einstellt. Das stimmt aber, glaube ich, gar nicht so. Das liegt nämlich einfach nur daran, dass die Originalschrift tatsächlich auch so ein bisschen komisch ist, dass einzelne Buchstaben, wie zum Beispiel hier das T dort, auch in der originalen Lackierung ebenfalls so weiter hochgestellt waren und so langgezogen waren. Die Schriftart hat auch einen bestimmten Namen. Der fällt mir leider nicht mehr ein. Also auf jeden Fall, wenn man mal 110 457-9 googelt, dann findet man auf jeden Fall auch Fotos von diesem Repaint hier, beziehungsweise eben von der echten Lackierung. Und da muss ich sagen, gut getroffen. Also, ja, nicht schlecht. Hier, ne, das AEG-Symbol. Was mir dann ganz positiv immer auffällt, wenn sowas dabei ist, weil sowas immer recht selten mit dabei ist. Ist das hier nämlich sowas wie so Bremseigenschaften, hier die ganzen Bremsgewichte dran geschrieben werden, also die ganzen Details, die man hier sonst noch so ganz gerne sieht, die Biregio hier aus Dortmund, also das ist schon hübsch gemacht, auch von vorne hier. Sieht ein bisschen leer aus, ist aber in Realität auch so, da war jetzt irgendwie kein Symbol der DB oder sowas hier vorne drauf bei dem bei der Lackierung, das war halt tatsächlich genauso, wie es da so ist. Und hier auf der anderen Seite haben wir nochmal genau das Gleiche. Ja, auch ich würde, ja, ich würde mir das auch so angucken. Dovetail Games. Ah. Witzig. Ja, genau. Und das Repaint lässt sich natürlich toll einsetzen im Fahrplan oder auch in jeglichen Szenarien, vor allen Dingen vor irgendwelchen Sonderzügen. Da kann man sich sicherlich irgendwas dabei überlegen. Was mir auch gut gefällt, ist, dass von unten nach oben hier so ein leichter Übergang, so eine Art Verschmutzung noch dargestellt wird. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir noch irgendwas auf dem Dach? Nee. Nee. Gut. Führerstandsmarkierungen haben wir auch. 2. 1. Stimmt das? Führerraum 1. Tatsächlich, es stimmt. Also, mir gefällt es sehr. Was sagt ihr dazu? Ich habe den Link mal zu diesem Repaint in die Videobeschreibung reingepackt. Das Repaint ist zu erhalten auf im Creators Club und ich glaube aber auch im Railsim Forum, wenn ich das nicht richtig gesehen habe. Ich finde es sehr, sehr schön. Ja, gut. Und so viel dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Alles Gute, alles Liebe.